Guten Morgen. Ich bin arbeitssuchend, deshalb lese ich aus dem Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ich bin angekommen im Kapitel 2 Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung bei das Kapitel ist von Michael H. Stone geschrieben worden. Ich habe den beim letzten Mal schon Mushi Michael genannt. Und Michael H. Stone ist Professor of Clinical Psychiatry, Columbia College of Physicians and Surgeons, New York City, 225 Central Park West, Suite 140, New York City. Wir sind angekommen bei verschiedenen Arten der Delinquenz. So, das Problem ist, ich habe gemerkt, dass ich in meinem Sprachgebrauch auch wieder in diese schreckliche Psychiatersprache gerutscht bin. Ich habe auch wieder diesen schrecklichen Begriff Psychopathie benutzt. Den gibt es so im offiziellen Diagnosesystem nicht. Der benutzt den andauernd. Ich finde den nicht gut. Und man kann sich da auch nichts drunter vorstellen. So. Ich mach mal das Licht an, damit man die Uhr sieht. Hoffentlich. Ich habe nur so einen kleinen Kontrollmonitor. Verschiedene Arten der Delinquenz. Die aktuelle Forschung weist auf die Heterogenität dessen hin, was wir früher einfach als Jugendkriminalität bezeichnet haben. In ihren katamnestischen Untersuchungen stellt Robbins fest, dass ein nicht unerheblicher Teil jugendlicher Straftäter mit Anfang 20 eine positive Entwicklungsrichtung einschlug. Sie waren in der Lage, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen und stabile Beziehungen aufzubauen. Diejenigen, die sozial auffällig blieben, begingen weiterhin Straftaten und wurden wiederholt verhaftet. Das waren auch diejenigen, die bereits im Kindesalter verhaltensauffällig gewesen waren und oft als nicht erziehbar galten. Was die ersten Festnahmen angeht, so erfolgten diese nicht nur in einem jüngeren Alter, sondern auch wegen schwerwiegender Straftaten.
Obgleich die meisten Kinder mit einer Verhaltensstörung im Erwachsenenalter keine antisoziale Persönlichkeitsstörung aufwiesen, fanden sich in einer Untersuchung von Terry Moffat eine kleinere Untergruppe, ca. 5% von Jungen, die extreme Formen antisozialen Verhaltens an den Tag legten und die bis ins frühe Erwachsenenalter sowie darüber hinaus antisozial blieben. Und dies trotz der Tatsache, dass über die Hälfte der männlichen Jugendlichen, wenn auch nur vorübergehend, das eine oder andere straffällige Verhalten zeigten, sei es in Form von Schule, Schwänzen, Taschendiebstahl. Übrigens interessant hier, bei Mushy Michael gibt es ein sehr stark ausgeprägtes Rollenverständnis. Das schlägt sich auch in den Gutachten und den Verurteilungen von Frauen nieder, die Massenmord begehen. Denen traut man das alles nicht zu. Was der hier macht, ist so dermaßen fragwürdig, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich mag den Typ deshalb auch nicht. Den Aufsatz kann ich auch vorher. Was hier in dem Buch geschrieben ist, hat Mushy Michael so vorher auch schon öfter mal publiziert. Das ist ein generelles Problem unseres Rechtssystems, dass Frauen besser gestellt werden, gerade wenn es um Gewalttaten geht. Wenn Frauen gewalttätig werden, ist das perfider, antisozialer, hinterhältiger, besser geplant, oft gemeinschaftlich, also gefährlich. Man muss das hier alles immer relativieren. Ich lese es trotzdem einfach mal vor. Ich finde es gut, wenn es mal laut vorgelesen wird, was so in Fachbüchern steht. Bei den 5%, bei denen dieses Verhalten nicht auswuchs, sprach Moffat von chronisch persistierender Delinquenz. Chronisch persistierend heißt wiederkehrend und chronisch heißt anhaltend wiederkehrender Straffälligkeit. Bei der Mehrheit der untersuchten Probanden, die schließlich von ihrem antisozialen Auftreten abließen, handelte es sich laut Moffat um eine Delinquenz mit Beginn im Jugendalter. Zwischen beiden Gruppen gibt es eine Reihe von Unterschieden. Die chronisch straffälligen Jungen hatten von Anfang an nur sehr mangelhafte Sozialisationserfahrungen und nur wenig oder keine Freunde. Aber auch so, was auch so blieb. Bei manchen lag sogar eine sogenannte reaktive Bindungsstörung vor, als die Folge schwerer elterlicher, insbesondere mütterlicher Vernachlässigung, elterlicher, insbesondere körperlicher Misshandlung oder lange Institutionalisierung erscheint. Mit langer Institutionalisierung sind wahrscheinlich Kinderheime und Erziehungseinrichtungen gemeint. Eine viel zu große Stichprobe von Kindern mit reaktiver Bindungsstörung fand sich in rumänischen Waisenhäusern. Die Kinder waren dort zum Zeitpunkt ihrer Geburt oder wenige Monate danach abgegeben worden. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS ist mit nahezu 25% besonders häufig vertreten bei in Institutionen untergebrachten Kindern beiderlei Geschlechts, obwohl der Störung normalerweise einer
ein hoher entwicklungsneurologischer Erblichkeitsfaktor zugeschrieben wird. Wie jedoch Nelson, Fox und Sina aufzeigen, wurden die Kinder ins Waisenhaus gegeben, lange bevor sich die Symptome einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung auf eine Art und Weise manifestieren konnten, die Eltern womöglich zum Weggeben ihrer Kinder veranlasst hätte. Es mussten also andere Faktoren am Werk gewesen sein. Anhand von Kernspintomographie-Abbildungen ließ sich bei einigen Kindern zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr eine verzögerte Reifung in für die Aufmerksamkeitsstörung zuständigen Arealen des präfrontalen und parietalen Kortex nachweisen, also in vorne und parietal, weiß ich gar nicht. So, macht aber nichts. Wie sie bei herkömmlichen Fällen einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung typisch ist, sowie eine verringerte Dichte im präfrontalen, parietalen und temporalen Kortex, in der Regel zuständig für Prozesse der Impulskontrolle, mit der sich wiederum die Impulsivität der Kinder erklären ließe. Ein jahrelanger Aufenthalt in Institutionen mit minimalem menschlichem Kontakt, wie in den genannten Waisenhäusern, kann die Entwicklung von einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung begünstigen, und zwar aufgrund der negativen postnatalen Effekte auf die Entwicklung des Gehirns, während die herkömmlichen Erblichkeitsfaktoren fehlen. Da sind wir. Einige der Kinder, oder da bin ich, ich sollte mir das abgewöhnen, einige der Kinder, Jungen eher als Mädchen, zeigen auch weiterhin sozial auffälliges Verhalten, obgleich es zu früh ist, Aussagen darüber zu treffen. So, ich muss jetzt. Ein jahrelanger Aufenthalt in Institutionen mit minimalem menschlichem Kontakt, wie in den genannten Waisenhäusern, kann die Entwicklung von einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung begünstigen. Und zwar aufgrund der negativen postnatalen Effekte auf die Entwicklung des Gehirns, während die herkömmlichen Erblichkeitsfaktoren fehlen. Einige der Kinder, Jungen eher als Mädchen, zeigen auch weiterhin sozial auffälliges Verhalten, obgleich es zu früh ist, Aussagen darüber zu treffen, ob von diesen Kindern ein höherer Prozentsatz als erwartet eine lebenslange antisoziale Karriere einschlagen wird. Wie dem auch sei, eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung in Kombination mit einer Verhaltensstörung korrelieren stärker mit chronisch antisozialem Verhalten im Erwachsenenalter, aggressive Übergriffe und Gewaltstraftaten mit eingeschlossen.
Kinder, die schon sehr früh in Einrichtungen untergebracht werden und extrem Vernachlässigung ausgesetzt sind, machen jedoch nur einen Teil der lebenslang aktiven Straftäter aus, nämlich den Teil, bei dem eine katastrophale frühe Umwelt allein schon ausreicht, Veränderungen im Gehirn zu induzieren, die dem Syndrom einer chronisch persistierenden Delinquenz zugrunde liegen. Bei chronischen Straftätern aus weniger schlimmen Verhältnissen liegt die Ursache in erster Linie in ungünstigen entwicklungsneurologischen Prozessen. Diese können die Folge erblich bedingter, that is to say, warum die das abgehen, das heißt, D.H. heißt das. Liebe Herausgabe, ihr seid sogar zu doof Deutsche. That is to say, genetischer Prädisposition sein oder auf konstitutionelle, that is to say, in Utero-Faktoren zurückgehen, die die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. Wie zum Beispiel Alkohol- oder Drogenmissbrauch der Mutter während der Schwangerschaft. Die Bedeutung genetischer Faktoren wurde in verschiedenen Zwillings- und Adoptionsstudien aufgezeigt. Die Konkordanzrate für antisoziale Persönlichkeitsstörungen bei, ich weiß nicht, was eine Konkordanzrate ist. Ich weiß auch nicht, warum solche, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob es hier ein Glossar gibt, wo Konkordanzrate kreiert wird. Konkordanzrate gibt es hier nicht im Sachverzeichnis. So, das hier ist das offizielle Manual für psychische Störungen in Deutschland, herausgegeben von der American Psychiatric Association, und es ist im Verlag Hochgräfe erschienen, es ist auch auf Deutsch. Und wir gucken jetzt einfach mal nach Konkordanzrate. So, Sachregister. Komorbidität. Hier steht auch keine Konkordanzrate drin. Glossar. Nee. Lieber Muschi Michael, kein Mensch weiß, was eine Konkordanzrate ist, und im Manual steht es auch nicht. Schreib nicht so ein Dreck. Sowas wirft wieder einen bezeichnenden Blick auf das Arbeitsgebiet der Psychiatrie. Ach ja. Ich habe noch unter 35 Minuten auf der Uhr, in denen ich mich über so eine Scheiße aufregen muss. Die Konkordanzrate für antisoziale Persönlichkeitsstörungen bei eineiligen Zwillingen ist zweimal so hoch wie bei zweieiligen Zwillingen. Ich kenne die Concorde, das ist ein französisches Überschallflugzeug, aber Konkordanzrate kann ich... Übrigens.
Erachtens Concorde wegen des blauen Bandes, das früher für die, oder es wird immer noch für die schnellste Atlantiküberfahrt vergeben. Und die ist immer von Europa einmal über den Atlantik nach Amerika geflogen. Ansonsten kenne ich den Ausdruck mit Konkordanz, wenn man einem was sagt und danach die Nase bricht. Dann sagt man ihm was und haut ihm voll ins Gesicht danach. Muschi Michael, wenn ich dich treffe, sage ich dir das mit Konkordanz. Auch bei adoptierten Kindern mit einer antisozialen leiblichen Mutter ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird, höher als bei adoptierten Kindern mit normalen Müttern. Oft gibt es ein Zusammenspiel pränataler temperamentsbedingter Faktoren mit ungünstigen Umweltfaktoren. Auf der Temperamentsseite sind zu nennen neurologische Abnormitäten, verzögerte motorische Entwicklung, Hyperaktivität, niedrige Herzrate, geringe Intelligenz. Auf der Umweltseite alleinerziehende, minderjährige Mütter, psychisch kranke Mütter, elterliche Vernachlässigung sowie niedriger sozioökonomischer Status. Nicht zu vergessen, der Teufelskreis, der entsteht, wenn ein schwieriges oder nicht zu bändigendes Kind seine Eltern derart strapaziert, dass diese extrem bestrafend oder beschämend auf das auffällige Kind reagieren, das mit noch mehr Wut und Aggression antwortet und sich noch weniger bändigen lässt. Der Einfluss von Vätern kommt sowohl prä- als auch postnatal zum Tragen. Ein krimineller Vater und seine Gene lassen das Risiko für Antisozialität ebenso steigen wie ein fehlender Vater, was vor allem bei Jungen die Hemmschwelle für antisoziales Verhalten senkt. Ach, es sind wieder die Jungen, die antisoziales Verhalten zeigen. Frauen sind nur depressiv. Die haben eine feuchte Muschi und dagegen müssen die Antidepressiva nehmen. Sonst ist mit denen nie was. Nicht wahr, Muschi Michael? Ich hole mir einen neuen Kaffee, ich kann gerade gute Laune.
Ich höre dann auf mit dem Ende von 231, mit 232. Bösartig, gefühlloser Typus versus impulsiv, aggressiver Typus. Den zwei Kategorien von Muschi Michael mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Mal, wenn ich hier zu Michael H. Stone aus New York City vom Columbia College bla 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 Muschi Michael sage, kriege ich hier gute Laune. Ich kenne nämlich die Muschi Michaels. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Muschi Michael mittlerweile auf dem Stuhl da sitzt. Die sind alle gleich. Einige der Kinder, die sich zu chronischen Straftätern entwickeln, insbesondere die doppelt Benachteiligten, weil der jeweils schlechteste und prä- und postnatale knallrot. Ich werde gerade knallrot. Ich muss das nochmal lesen. So eine Scheiße kann ich nur langsam vorlesen. Einige der Kinder, die sich zu chronischen Straftätern entwickeln, insbesondere die doppelt Benachteiligten, weil der jeweils schlechtesten der prä- und postnatalen Welten ausgesetzt, werden früher körperlich aggressiv und begehen später schwerwiegende Gewaltstraftaten. Aha. Im Grunde genommen muss man nur die prä- und postnatalen Welten messen und auf einer Rangskala ordnen von schlecht bis gut, und wer jetzt zweimal bei schlecht landet, der führt ein schlechtes Leben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das Weltenkonzept der Entwicklungspsychologie von Muschi Michael. Werden früher körperlich aggressiv und gehen später schwerwiegende Gewaltstraftaten, Raubüberfälle, Körperverletzungen, Mord, als dies bei Straftätern der Fall ist, die ihre kriminelle Karriere im Jugendalter beginnen. Diese Beobachtung ähneln den Ergebnissen, der Typ ist so dermaßen daneben, ähneln den Ergebnissen einer älteren Katamnese, ich weiß immer noch nicht, was das ist, Studie mit Männern aus dem Londoner Arbeitermilieu. Wie gesagt, ich hoffe, ich meine, man dröhnt die zu und dann lässt man die einfach brabbeln und versucht da was rauszuhören. Katatomie ist ein medizinischer Fachausdruck dafür, dass jemand in eine Starre fällt, aber noch nicht tot ist. Was der alles. Gib ihm die Crackpfeife und du erfährst die Wahrheit. Ich glaube, der Typ raucht selber Crack. Alles eine Frage des Drogenrausches, um zur wissenschaftlichen Erkenntnis zu kommen. Man braucht nur den ausreichend starken Rausch zur richtigen Zeit bei der richtigen Person und man erfährt eine Menge. Der Typ ist so daneben, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
chronisch Straffälligen begannen ihre kriminelle Karriere in einem früheren Alter und sie blieben kriminell bis ins Erwachsenenalter. Erschwerend kam hinzu, dass sie aus schlimmsten Verhältnissen stammen. Die Zwei-Welten-Theorie von Mushi Michael, das Modell der Entwicklungspsychologie, gewonnen aus Katamnese-Studien und Polizeiakten. Erschwerend kam hinzu, dass sie aus schlimmsten Verhältnissen stammen, zum Beispiel eine kriminelle Elternteil, Großfamilie, unterdurchschnittliche Intelligenz, unterdurchschnittliche Intelligenz ist auch ein schlimmes Verhältnis. Das muss an der schlechten Umgebung gelegen haben, dass jemand unterdurchschnittlich intelligent ist mit genetischer Prädisposition, für die wirklich keiner was kann und für die sich keiner schämen muss, hat das überhaupt gar nichts zu tun. Was sich nicht nur genetisch negativ auswirken konnte, sondern auch mit schädigem elterlichem Verhalten einherging. Aha. Die schlechten Welten wirken sich, ja, das ist sogar wahr, so. Erbgut verändert sich und wenn man in prekären Verhältnissen lebt, verändert sich das Erbgut nicht unbedingt zum Besseren. Menschen werden dann genetisch entstellt. Ist leider wirklich so. Man altert dann auch schneller. Das Störungsbild der untersuchten Männer ging oft über das einer antisozialen Persönlichkeitsstörung hinaus und entsprach den Kriterien der Psychopathie, was auch immer das ist. Der Typ hat so einen an der Waffel. Es gibt extra ein offizielles Diagnosesystem, und zwar eins von der WHO und eins der American Psychiatric Association, und da ist viel Lebensarbeitszeit reingeflossen, um das zu harmonisieren. Und Mushi Michael steht überall. Bei den Nachzüglern in Sachen Kriminalität hingegen endete die Festnahme mit Beginn des Erwachsenenalters, ähnlich den bereits erwähnten jugendlichen Straftätern. Straftäter, deren kriminelle Karriere in der Adoleszenz ihren Anfang nahm, waren in der Regel besser sozialisiert und gehörten oft einer Jugendgang an. In den meisten Fällen waren es soziale Dynamiken, allen voran Gruppendruck, die sie straffällig werden ließen. Wie in Donald Blacks Untersuchung konnte auch hier festgestellt werden, dass ein Großteil der jugendlichen Straftäter ihre Antisozialität sozusagen entwuchs und mit 40 sehr viel häufiger in stabilen ehelichen und sozialen Verhältnissen lebte. Muss ich nochmal vorlesen, habe ich gerade nicht verstanden. So. Wie in Donald Blacks Untersuchung konnte auch hier festgestellt werden, dass ein Großteil der jugendlichen Straftäter ihre Antisozialität sozusagen entwuchs und mit 40 sehr viel häufiger in stabilen, ehelichen und sozialen. Knallrot. Ich werde schon wieder knallrot.
das ist kein ordentlicher deutscher Satz, dass ein Großteil der jugendlichen Straftäter ihrer Antisozialität sozusagen entwuchs und sie mit 40 sehr viel häufiger in stabilen ehelichen und sozialen Verhältnissen lebten. So. Das würde ich verstanden. Ein Großteil mit 40. Okay, man kann es wahrscheinlich so sagen. Ich halte das nicht für. Es mag sogar richtiges Deutsch sein. Ich finde den Satz komisch und schwierig. Es ist der Versuch, auf Deutsch zu formulieren, wie das eigentlich nur auf Englisch möglich ist. So. Dass ein Großteil der jugendlichen Straftäter ihre Antisozialisation sozusagen, dass ein Großteil der jugendlichen Straftäter ihre Antisozialität sozusagen entwuchs und mit 40 sehr viel häufiger in stabilen ehelichen und sozialen Verhältnissen lebte. Man muss an der Stelle sagen, das Subjekt des Satzes ist ein Großteil. Der Großteil ist das Subjekt. Dann versteht man den Satz auch. Also den Nebensatz oder was das da ist. Es ist ein Nebensatz. Es steht auch dein das mit Doppel-S davor. Also das Subjekt des Nebensatzes ist ein Großteil. Da versteht man den Satz so, wie er da steht. Ich halte ihn. Sogar Goethe hat so nicht formuliert. So. Der konnte das schlechter als Schiller. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist, wir sind bei einem Fallbeispiel. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist Stanley Tukey Williams, ehemaliger Gangleader der schwarzen Los Angeles Crips, als Bodybuilder mit enormen körperlichen Kräften wurde Tukey mit Anfang 20 wegen vierfachen Mordes zum Tode verurteilt. Während seiner Zeit in der Todeszelle schrieb er mehrere Bücher, in denen er Gewalt und Gangs verurteilte. Die Tatsache, dass er seinem früheren Leben abschwor und junge Menschen zur Gewaltlosigkeit ermutigte, brachte ihm hohes Ansehen und die Nominierung für den Nobelpreis ein. So lebt Tukey Williams noch. Ich weiß es nicht. Warum das ein Fallbeispiel für verschiedene Arten der Delinquenz ist, weiß ich nicht. Da müsste noch eine andere Art der Delinquenz angeführt werden, dann könnte man verschiedene Arten der Delinquenz finden. Ich finde den Artikel so dermaßen daneben von Muschi Michael. Und ich höre jetzt auf, obwohl noch 12 Minuten auf der Uhr stehen. Tschüss.